Und herzlich willkommen zu dieser Abendveranstaltung vom Denknetz mit dem Titel Race Class Gender. Mein Name ist Jonas Abbi, ich bin Redaktor vom Widerspruch und ich habe den Text für die Begrüßung verloren auf dem Weg. Aber ich möchte noch schnell sagen, was ich noch erinnern kann. Ich begrüße Sie herzlich zu dieser Veranstaltung, die das Denknetz in Kooperation mit der Zeitschrift Widerspruch, mit der Zeitschrift Neue Wege und mit dem feministischen transnationalen Netzwerk White, respektive White Switzerland, veranstaltet. Es freut mich sehr, dass so viele Leute gekommen sind, obwohl die Sonne scheint draußen. Es ist wunderbar, ist dieser Saal schon fast wieder überfüllt. Ich hoffe, es wird nicht zu warm. Es ist vor allem auch schön, weil das Denknetz ja schon einmal in diesem Jahr eine Veranstaltung organisiert hat, gemeinsam mit vielen anderen Organisationen im Februar an der Universität Basel, der Reclaim Democracy Congress, der, ich glaube, man kann sagen, ein voller Erfolg war. Und die Veranstaltung, die heute stattfindet, ist in gewissem Sinne auch ein bisschen eine Weiterführung dieses Kongresses, respektive der Idee oder auch des Erfolges dieses Kongresses, dass verschiedene Organisationen aus der Schweiz, aber auch darüber hinaus, gemeinsam versuchen, eine Plattform oder Räume zu schaffen, wo Ideen diskutiert werden können, wo kontroverse Diskussionen geführt werden können. Deshalb freut es mich besonders, dass es wieder so viele Leute sind und dass wir heute, gerade wenn es um die Frage von sehr verschiedenen Identitäten geht, wir in so einem vielfältigen Publikum und mit einem so vielfältigen Podium diskutieren können. Ich sage nur ganz kurz, wie es dazu gekommen ist, denn der Widerspruch 69, den man draußen auch kaufen kann, ich zeige ihn schnell, der so aussieht, hat das Thema Identitätspolitik und soziale Frage. Da drin setzen wir uns mit diesem etwas sperrigen Begriff Identitätspolitik hinaus. Ich hoffe, wir können vielleicht oder wir werden heute auch mal ein bisschen hören, was darunter gemeint werden könnte. Wir setzen uns auch ein bisschen mit diesem Vorwurf auseinander, der von vielen Seiten, zum Beispiel gegen Hillary Clinton, aber auch gegen linke oder feministische Bewegungen angeführt wird, nämlich, dass die Linke sich in partikuläre Kämpfe verabschiedet habe, dass sie nur noch die Verteidigung der eigenen Identität oder gewisser Privilegien fordere und dass sie quasi den Blick auf das große Ganze verloren habe. Wir setzen uns mit diesem Vorwurf ziemlich kritisch auseinander und ich möchte nicht weiter darauf eingehen. Ihr könnt gerne darin weiterlesen, was unsere Autoren und Autorinnen davon halten. Und ich möchte auch schnell, obwohl das ein bisschen unüblich ist, vielleicht darauf aufmerksam machen, dass es am 3. Juli auch nochmals eine Veranstaltung zu diesem Heft gibt in Basel, in der Buchhandlung Labyrinth am 3. Juli um 19:30, wo diese Diskussionen, die heute geführt werden, gerne auch weitergeführt werden können. Schließlich komme ich wieder zurück zum heutigen Abend. Ihr wundert euch wahrscheinlich schon, weshalb ihr so eine Karte erhalten habt oder ihr könnt es schon erahnen. Zuerst möchte ich wissen, gibt es Leute, die noch keine Karte erhalten haben, die nicht wissen, von was ich spreche? Also ich komme nachher noch schnell vorbei. Diese Karten sind ein Experiment, das wir gerne heute ausprobieren möchten. Wir haben das auch noch nie gemacht, wir wissen nicht, wie es funktioniert. Deshalb kann man auf jeden Fall nichts falsch machen. Unsere Idee war, dass wir heute Abend ein bisschen versuchen, mit vier Ohren zuzuhören, sprich mit unserer eigenen Identität, aber auch mit dieser Identität, die ihr auf eurer Karte findet, um uns ein bisschen bewusst zu werden, inwiefern die eigenen Erfahrungen von Diskriminierung, die eigenen Erfahrungen von der gesellschaftlichen Position auch unsere politischen Überzeugungen oder Ansichten mitprägen. Deshalb bitten wir euch, diese Karte noch einmal anzuschauen und die Diskussion versuchen, auch aus dieser Perspektive mitzuhören. Wir werden dann in der Mitte, später am Abend, auch eine kleine Murmelrunde machen, wo ihr mit euren Nachbarn und Nachbarinnen weiter diskutieren könnt. Und Anna-Marie Sancar wird das danach einführen und erklären, wie das genau funktioniert. In diesem Sinne wünsche ich euch jetzt einen schönen Abend, euch und eurem alter Ego. Und gebe gerne das Wort an Anna-Marie Sancar. Danke vielmals. Ja, danke Jonas. Ich bin Anna-Marie Sancar. Ich bin hier als Mitglied von White Women in Development Europe, der Schweizer Sektion. Ich freue mich sehr auf diese Moderation, auch wenn ich sehe, mit diesen Leuten da auf dem Podium wird es wahrscheinlich nicht ganz einfach sein.
schon nur die erste Provokation von Jonas, verschiedene Identitäten, wer sagt, wo eine aufhört und wo eine wieder beginnt, kommen ganz viele Fragen. Darum gibt es wie einen Ablauf, um das ein bisschen zu strukturieren, nämlich zuerst wird Beat Rinker sein von uns auch ziemlich intensiv diskutierten Papier vorstellen, Denknetzpapier, Thesenpapier. Dann werde ich die Teilnehmenden auf dem Podium kurz vorstellen, dann steigen wir in die erste Diskussionsrunde. Die geht etwa 40 Minuten, etwa von 5 nach 8 bis 45. Und dann gibt es eine 10-minütige Murmelrunde, wie Jonas schon angekündigt hat, wo ihr mit euren NachbarInnen kurz euch austauscht über diese Identitäten. Ich sag dann noch genau, welche Möglichkeiten ihr habt, welche Fragen auftauchen könnten. Dann ist ganz wichtig, nach dieser Murmelrunde, dass ihr wirklich Inputs gibt, dass ihr wirklich Sachen, die euch jetzt im Kopf geblieben sind, weitergebt. Und eure Gegenüber da vorne auf dem Podium werden dann den einen oder anderen Begriff, die eine oder andere Überlegung in ihre eigenen Identitätsmöglichkeiten des Verständnisses einbinden und darauf reagieren. Also wichtig, dass ihr wirklich einzelne Begriffe dann mit uns teilt, dass wir die zweite Runde, die dann anschließt, auf das Bezug nehmen können. Und dort ist sicher dann auch ein bisschen Klärungsbedarf, vielleicht sind es Fragen, vielleicht sind es aber wirklich auch Kommentare oder Kritiken. Und diese zweite Runde, die geht ungefähr 20 Minuten. Und dann werden wir eine Abschlussrunde machen mit einer letzten Frage. Die werde ich jetzt im Laufe vom Abend mir noch zurechtlegen, sozusagen. Und Beat wird dann zum Schluss noch eine Replik auf den Abend machen, was immer sehr nützlich ist. Danke, Beat. Jetzt hast du das Wort. Besten Dank, Annemarie. Ja, von meiner Seite herzlich willkommen zu diesem Abend. Ich bin ja geschäftsleitender Sekretär des Denknetzes und ich habe mir überlegt, sage ich noch etwas zum Denknetz, weil mittlerweile kennt man das ja, das Denknetz, denke ich. Und vor ein paar Jahren mussten wir das jeweils noch fragen. Wir haben an Veranstaltungen gefragt, wer hat schon je vom Denknetz mal was gehört? Und ich dachte, ich könnte heute vielleicht mal hier einen Schritt nach vorne wagen und euch fragen, wer ist noch nicht Mitglied vom Denknetz? Ja, besten Dank fürs ehrliche Aufstrecken. Zwei Worte zum Denknetz. Wir sind ja etwas Ungewöhnliches. Wir sind nicht nur ein Ort des Nachdenkens, das sind wir. Wir sind eine Plattform, auf der kollektiv Leute in der Linken über verschiedene politische Fragestellungen zusammensitzen, sich einen Kopf machen, Analysen machen, Reformideen entwickeln und die in die Politik hineintragen möchten, also auch wirksam werden möchten, ohne selbst Politik zu machen, sonst würden wir nicht mehr eine Plattform sein, sondern irgendeine neue Partei. Das wollen wir nicht. Wir wollen wirklich Leute zusammenbringen aus unterschiedlichsten Zusammenhängen und in kollektives Nachdenken bringen. Das glückt uns auch ziemlich gut. Was wir aber zunehmend auch sein möchten, ist eine Denkbewegung, also eine Organisation, die auch direkt mithelfen kann, Vernetzungen zu fördern zwischen verschiedensten linken, kritischen Bewegungen, sozialen Bewegungen und auch den Raum wieder besser zu erschließen, der in diesen dazwischen eben existiert. Früher hat man dem dann Zivilgesellschaft gesagt. Das gibt es in ganz vielfältiger Art und Weise. Reclaim Democracy ist ein solcher Prozess, den wir weiterführen wollen, der diesen Raum mit erschließen will. Und ihr seid die Verkörperung dieses Raumes. Und das Denknetz kann diese Arbeit umso besser machen, je mehr Mitglieder wir haben, je besser wir aufgestellt sind. Denknetz-Mitglieder erhalten alle unsere Publikationen gratis nach Hause geschickt. Das wäre beispielsweise aktuell das letztjährige Jahrbuch zur Frage der Migration, Migration ohne Grenzen. Auch Sachbücher bekommen Mitglieder gratis nach Hause geschickt. Wer sich noch ein bisschen mehr kundig machen möchte über das Denknetz, wir haben hier eine Zeitschrift, die liegt auch hinten aus,
mit Grundlagentexten und einer Vorstellung des Denknetzes. Die kann ich euch empfehlen. Und es würde uns natürlich freuen, wir haben jetzt 1360 Mitglieder, wenn wir morgen oder übermorgen, sagen wir mal, 1380 Mitglieder hätten. Das wäre toll. Unser Ziel ist jetzt dann schon langsam in Richtung 2000 Mitglieder zu kommen. Irgendwann mal wollen wir die Ounce schlagen. So viel zum Denknetz. Zum heutigen Abend. Ich gebe da schon mal diese Thesen rum. Hier und von hinten. Ich werde etwas Kurzes zu diesen Thesen sagen. Darf ich dir das geben? Diese Thesen sind ein Zwischenergebnis. Normalerweise ist es im Denknetz so, dass sich Gruppen, sogenannte Fachgruppen, zusammenfinden und dann in längeren Diskussionsprozessen gemeinsame Thesen beispielsweise erarbeiten. Thesen haben bei uns eine wichtige Aufgabe, weil sie der Versuch sind, sich gemeinsam in fortschrittlicher Art zu artikulieren, über alle normalen Grenzen von Organisationen hinweg. Eine Tradition, die wir stärken möchten, dass die gemeinsame Reflexion, die gemeinsame Artikulation in einer Linken, die sich auch wieder neu erfinden muss nach schwierigen Zeiten, und zu diesem Neuerfinden möchten wir beitragen. Jetzt in diesem Falle möchten wir auch eine Diskussion an einer Veranstaltung mit einbeziehen. Das ist ein Zwischenergebnis, was ihr jetzt dann bekommt, und die Diskussionen von heute Abend sollen in die Weiterführung dieser Arbeiten dann einfließen. Das ist entstanden, dieser Text, aus zwei Gründen. Das erste, am Kongress Reclaim Democracy waren sich eigentlich viele Leute weitgehend einig, was die Inhalte betrifft, dass wir eine stärkere Demokratie wollen, mehr soziale Gerechtigkeit, eine Stärkung der Menschenrechte und so weiter. In der Frage aber, wer die Trägerin, der Träger solcher Prozesse und Veränderungen sein soll, da hat die Diskussion eigentlich erst so richtig jetzt begonnen. Und sie wird ja auch weit über die Schweiz natürlich hinaus intensiv heute geführt und ist ja das Thema des heutigen Abends. Und aus diesem Strang sind diese Thesen entstanden, auch aus Diskussionen dann mit Leuten aus der Widerspruchredaktion anlässlich des neuesten Widerspruchheftes. Und die Thesen, ganz kurz zusammengefasst, sagen etwa Folgendes aus. Das erste, wir brauchen in den Gesellschaften einen verbindlichen, emanzipatorischen Horizont. Nicht nur die Linke braucht das. Gesellschaften, die keinen Entwicklungshorizont haben, die nicht sich selber vergewissern, wohin soll die Reise gehen oder woran wollen wir uns orientieren, diese Gesellschaften sind von Zerfall bedroht, besonders wenn sie eben beispielsweise wie die heutige in verschiedenste starke Interessensgruppen und Klassen gespalten ist. Und dieser Sorge und dieser Kampf für einen Entwicklungshorizont, der alle einschließt, das ist, so das sagen die Thesen, der eigentliche Existenzberechtigung der Linken. Das ist das, was die Linke ausmacht, dass sie dafür eintritt, einen universell gültigen Horizont zu definieren, die Menschenrechte allen zuzugestehen, global, dass sie sagt, wir wollen eine Gesellschaft, die sich selber definiert und entwickelt, wir wollen eine starke Demokratie, und dass sie diesen Horizont auch in Verbindung bringt zu ihrer täglichen konkreten politischen Arbeit. Das ist quasi die Grundidee in diesen Thesen. Das bedeutet zum einen natürlich ein entschlossener Kampf und eine klare Unterstützung aller Bewegungen, die gegen jede Form von Unterdrückung, Ausbeutung oder Diskriminierung kämpfen. Und es bedeutet auch, dass die Bewegungen ja häufig ihre Identität, diese Unterdrückung und Diskriminierung läuft ja häufig nach identitären Zuschreibungen, Rasse beispielsweise, Hautfarbe, Nationalität. Und wenn dann Bewegungen entstehen, die für Befreiung, für eine Emanzipation aus diesen Unterdrückungen und Diskriminierungen kämpfen, dann ist die Identität zunächst einmal positiv. Also Stichwort Frauenpower oder Black is beautiful. Da braucht es eine identitäre Zuschreibung, um sich auch zu stärken in den Auseinandersetzungen, in denen man steht. Das ist klar und das muss die Linke, sagt diese These, vorbehaltlos unterstützen.
Also nicht sagen, das ist zweitrangig oder nicht so wichtig und wir haben noch Gescheiteres zu tun, sondern das ist ganz wichtig und ist ganz essentiell Teil dieses Kampfes für einen gemeinsamen Horizont. Und gleichzeitig sagen die Thesen, wäre es falsch, diese Identitätsfrage nun in einem ausschließenden Sinne weiterzutreiben. Also wir würden uns dagegen wenden, Identitätspolitik im Ausschluss gegen andere zu betreiben. Das ist ja dann das, was gemacht wird von rechts, indem beispielsweise gesagt wird, Leute mit Schweizer Pass sind irgendwie besser oder mehr wert als Leute mit einem anderen Pass. Irgend solche Geschichten. Also genau das soll nicht passieren, sondern das Ziel wäre, dass sich die Identitäten, die Verknüpfung von Identität und Vor- und Nachteilen sozialen, gesellschaftlichen auflöst zugunsten der Vielfalt des Lebens. Die dritte Aussage der These lautet, wir haben nicht nur die Frage des gemeinsamen Horizontes, wir haben auch eine gemeinsame Herausforderung, mit der wir konfrontiert sind, und das ist eine Gesellschaftsformation, die nicht auf unseren Horizont ausgelegt ist, sondern diesen Horizont gefährdet oder unterminiert, das ist der Kapitalismus, der in seiner Logik die Menschen gegeneinander stellt, global Standorte von einem Betrieb zum nächsten. Auf dem Arbeitsmarkt ist die Logik immer wieder eine Logik der Konkurrenz und in dieser Logik befördert sie natürlich eben negativ identitäre Politiken. Und gleichzeitig ist es auch eine Gesellschaftsformation, die die Lebensbasis der Menschheit insgesamt gefährdet, beispielsweise Klimaerwärmung, aber auch Konflikte immer wieder anheizen, die bedrohliche Ausmaße annehmen und die ganzen Verhältnisse global gefährden und ins Rutschen bringen. Und in diesem Sinne ist die Überwindung des Kapitalismus, wie immer man sich das dann vorstellt, aber dieses Aussteigen aus dieser Logik, eine Art historische Aufgabe aller, die ein Engagement in Richtung Emanzipation suchen. Und das muss uns auch verbinden. Und weil wir dabei mit einer herrschenden Klasse konfrontiert sind, die eben sehr wohl sich auch als soziale und politische Klasse formiert und weiß, wir sind die Herrschenden und auch weiß, was sie zu verteidigen hat, um diese Stellung zu bewahren, ist es ihr auch angebracht, das alte, manchmal verpönte Wort des Klassenkampfes zu brauchen. Also die Auseinandersetzung mit den Herrschenden als Herrschende ist keine leichte Geschichte und man kann dem ausweichen, aber das nützt nichts, weil die sind real existierend. Und die können noch so lange sagen, das ist eine alte Geschichte aus der Mottenkiste des letzten Jahrhunderts. Sie selbst sind dann die wieder lebendig gewordenen Motten. Und fordern eben das heraus, dass man auch in dieser Dimension arbeitet. Oder auf den Punkt gebracht, formulieren die Thesen, die Linke ist eine multidimensionale Bewegung und weit mehr als Klassenkampf, aber ohne Klassenkampf ist sie nichts. Also es braucht diese Verbindung. Das heißt nicht, dass es einen Haupt- und Nebenwiderspruch gibt. Diese Geschichte ist irgendwie immer schräg, oder? Es geht nicht darum, was ist der wichtigere Widerspruch, sondern es geht darum, dass wir vor gemeinsamen Herausforderungen stehen, die uns auch herausfordern, zu Bündnissen zu kommen, die in diesen Auseinandersetzungen wirkmächtig sind. Die nächste Aussage der These lautet, wenn wir von einem gemeinsamen Horizont sprechen, dann müssen wir auch kritisch fragen, ja, woran orientiert sich dieser Horizont? Und es ist ganz offensichtlich, dass sich der nicht orientieren kann am heutigen Lebensstil des globalen Nordens. Dieser Lebensstil ist nicht nachhaltig und damit auch nicht, kann nicht Grundlage sein für eine gemeinsame universelle Perspektive, die allen Leuten, sie für alle Leute stimmt auf diesem Planeten. Das ist klar. Und das macht auch viele Spannungsfelder auf bezüglich dessen, was die Alltagspolitik uns, wozu die Alltagspolitik uns herausfordert. Wenn wir hier beispielsweise für Kindertagesstätten, die vom Staat bezahlt werden, kämpfen, kann jemand mit durchaus gewisser Berechtigung sagen, ja, aber das, also ihr macht das auf dem Kissen des globalen Wohlstandes. Wir in Tansania hätten ein paar ganz andere dringende Probleme. Also solche Widersprüche und Spannungsfelder gehören zu dieser Ausgangslage, die wir vorfinden
Und es ist genau die Kunst, oder muss eine Kunst sein, linke Politik, sich darin so zu bewegen, dass wir die globalen, universellen Ziele nicht aus den Augen verlieren und nicht in die Falle gehen von national-egoistischen Politiken. Das ist eine der großen Gefallen für linke Politik, dass man sich mit den eigenen bürgerlichen Kräften zusammenschließt, zum Beispiel für eine Steuerpolitik, bei der man dann gemeinsam absahnt, was aus dem Ausland hineingetragen wird. Und ein bisschen bleibt dann noch für die normalen Leute, ein bisschen Kindergeld, aber vor allem zocken die großen Konzerne. Das wäre nicht die Politik, die wir uns vorstellen. Und das ist die letzte Aussage dieser Thesen. Eine Linke, die hier nicht selbstkritisch ist und diesen gemeinsamen globalen Horizont immer wieder auf den Radar bekommt und auch praktisch anspricht und in die Politik hineinbringt, die ist in großer Gefahr zu degenerieren zu einer Bewegung, die nur partikulare Interessen vertritt und damit eben den universellen Horizont für alle preisgibt. Soweit dieser Zwischenstand der Thesen, soweit auch meine Einführung. Danke, Bert. Ich werde jetzt die Podiumsteilnehmenden vorstellen und dann werden wir gleich mit einer ersten Frage an alle zur ersten Diskussionsrunde übergehen. Genau. Also ich selber bin Annemarie Sanjar bei WIDE. Ich habe lange zu Ethnizität geforscht und mich beschäftigt mit der Selbst- und Fremdethnisierung und der neuen kurdischen Identität von geflüchteten Menschen aus der Türkei, wie sie das Kurdistan neu erfinden aufgrund dessen, was sie in der Schweiz erleben. Da habe ich sehr viel über Identitäten und auch über in Machtgefügen stattfindende Identitätspolitik lernen müssen und auch verstehen können. Wir haben jetzt vier Menschen auf diesem Podium, die sich in ihrer Funktion stark mit den Identitäts- oder Identitätenfrage auseinandersetzen. Ganz links aus eurer Perspektive ist Katrin Meyer. Sie ist als Philosophin und Lehrbeauftragte für Gender Studies an Uni Basel und Zürich tätig. Sie forscht, Katrin Meyer forscht unter anderem zu Theorien von Macht und Gewalt, historisch und heute. Sie vertritt oder entwickelt Theorie rund um das, was radikale Demokratie sein könnte. Sie überlegt sich kritische Fragen zur Postdemokratie und der Sicherheitsgesellschaft. Und nicht ganz unwichtig für das Thema des heutigen Abends, beschäftigt sich mit Theorien der Intersektionalität. Katrin Meyer findet man auch auf der Webseite. Sie hat einige ganz spannende Bücher publiziert. Seit 2001, also auch schon recht lange, wahrscheinlich etwas, als das gibt, ist sie auch Mitglied von Augen auf Basel. Dann, da ganz von euch aus gesehen rechts außen, ist Cedric Wermuth, seit 11 bist du Nationalrat, SP, du bist Vizepräsident der SP-Bundeshausfraktion, aktiv und passiv in verschiedenen Organisationen der Linken, was immer das ist, das erklärst du uns dann sicher noch, Co-Präsident der SP des Kantons Aargau und Strategieberater in einer Kommunikationsagentur Kleines Pensum. Von 2008 bis 2011 war er Präsident der JUSO Schweiz, dort haben wir ihn schweizweit kennengelernt vor allem auch, und in dieser Funktion auch Vizepräsident der SP Schweiz. Er ist ursprünglich mal studierter Politikwissenschaftler, hat Wirtschafts-, Papiergeschichte und Sozialgeschichte und Philosophie in Zürich studiert und ist schweizerisch-italienischer Doppelbürger.
Du lebst in Zofingen, verheiratet und eine 2-jährige Tochter. Dann rechts von mir, von euch aus gesehen wieder links, ist Rohi Jain, von zu Hause aus, oder von Soziologe und Ethnograph. An der Universität Zürich hast du geforscht zu transnationalen Lebenswelten von schweizerisch-indischen Second As im Kontext von Assimilation, wahrscheinlich auch kritisch brauchen den Begriff, Exotik, finde ich sehr interessant, und dezentralem Kapitalismus. Da hast du promoviert auch in diesen Themen. Du hast sehr viel zu Rassismus und Humor im Fernsehen geforscht und auch publiziert. Die postkoloniale Amnesie zum Beispiel. Rohit hat an künstlerischen Forschungsprojekten teilgenommen auch. Er ist immer so an der Grenze auch eben zu Kunst und Kunstschaffen. Und war letztlich auch Koordinator am nationalen Forschungsschwerpunkt Migration und Mobilität. Mitbegründer des rassismuskritischen Humorfestivals Love Up, Stand Up der Schädhalle Zürich. Co-Präsident der Stiftung Gertrud Kurz. Dann schließlich noch neben mir von euch aus gesehen. Rechts ist Vanya Aleva, 47-jährig. Du bist die Einzige, die das Alter angegeben hat. Seit Mitte 15 alleinige Präsidentin der UNIA, seit 19 Jahren in der Gewerkschaft tätig. Sie leitet den Sektor Dienstleistungsberufe, Vizepräsidentin des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes. Sie studierte Lettre-Kunstgeschichte in Rom und interkulturelle Kommunikation dann in Luzern. Du hast gearbeitet auch als Journalistin, als Lehrerin, als Migrationsfachfrau. Würdest du dem immer noch so sagen? Die italienisch-schweizerische Doppelbürgerin, ebenfalls Doppelbürgerin, ist verheiratet und lebt in Bern. 2-3 thematische Prioritäten in ihrer Arbeit jetzt, Migrations-Integrationspolitik, dann Vereinbarkeit von Beruf und Familie, Kampf gegen Diskriminierungen und Prekarisierung der Arbeitsbedingungen und gegen den Abbau von sozialen Errungenschaften. Dein Zitat, dann kommt die erste Frage an euch. Zusammen können wir Chancengleichheit und Gleichberechtigung erkämpfen und so für alle ein Leben und Arbeit in Würde ermöglichen. Zusammen also. Und zusammen versuchen wir jetzt aus diesen sehr doch unterschiedlichen Perspektiven diese Transformationsidee ein bisschen zu konkretisieren. Allerdings bereits zum ersten eine kleine kritische Bemerkung. Heute ist ja auch kritisch denken angebracht. Ihr seid alle hier aufgrund einer ganz spezifischen Identität, ich habe es jetzt auch gesagt. Euch verbindet eigentlich alles und das ist irgendwo das Links-Emanzipatorische. Alle bewegt ihr euch in unserer schweizerischen Gesellschaft, das heißt auch in einem relativ klar definierten staatlichen Raum mit Strukturen und Institutionen. Ihr teilt alle irgendwie Werte, welche Werte das auch immer sind und was die auch im Alltag dann letztlich bedeuten für euch. Trotzdem gibt es Unterschiede und an denen möchten wir jetzt weiterdenken, weil das hilft uns auch, uns selber kritisch zu positionieren in der Gesellschaft. Wer sind wir? Wie sehen uns die anderen? Welche Identitäten haben wir für uns? Wie werden wir von anderen wahrgenommen, hier, da, in verschiedenen Orten, in verschiedenen Momenten? Ihr habt sicher alle auch schon Erfahrungen von Ausschluss, Ausbeutung und Diskriminierung gemacht. Und da möchte ich jetzt anknüpfen, euch vieren das Wort geben,
Ihr positioniert euch, ihr habt eine gute Position in unseren Strukturen, ihr seid alle mit einem guten, wie man sagt, Bildungsrucksack, soziales Kapital zur Verfügung, auch, nehme ich an, ziemlich doch ökonomisches Potenzial, Kapital zur Verfügung im Vergleich zu vielen anderen. Prekarisierung ist ein Thema, aber vielleicht für euch eher mal ein Thema, über das ihr viel nachdenken wollt, auch aus eurer Position heraus. Welche Art von Erfahrungen habt ihr trotzdem, trotz eigentlich dieser privilegierten Ausgangsposition gemacht in Bezug auf Ausschluss? Da wurde ich ausgeschlossen, das war nicht richtig. Zuerst vielleicht, Rohit, könntest du anfangen? Ja. Wenn du willst, sonst gehst du weiter. Ja, ich würde mich gerne selber verorten. Genau, ich würde mich da gerne selber verorten, im Sinne auch von eben diesen Identitäten. Ich weiß nicht, wozu ich eingeladen wurde, ich habe eine Ahnung. Wenn ich mich verorte, ich bin ein schweizerisch-indisches Rekondo, das ist sicher etwas, was ich, aber das ist nicht etwas, mit dem ich aufgewachsen bin. Aufwachsen in der Schweiz in den 80er Jahren als Sohn indischer Migrantinnen und Migranten war eben auch schon zuerst mal herausfinden, was ist das eigentlich? Also es war eigentlich eine unmögliche Form des Aufwachsens, weil irgendwie passt man nirgendwo rein und gleichzeitig gibt es keine Vorbilder dafür. Ich bin, das ist mal das eine, und dazu werde ich dann auch noch ein bisschen mehr sagen, ich bin auch ein Vater zweier Mädchen. Und das betont dann vielleicht eher nochmal diese Kategorie von Gender und Männlichkeit, mit der ich mich auch auseinandersetzen darf und muss. Und die dritte Positionierung wäre, und das hat natürlich schon auch mit dem Bildungsniveau zu tun, mit der Möglichkeit, diese Bildung auf mich zu nehmen, ich sehe mich als Forscher, als kritischer Forscher in der Gesellschaft, und da kann ich als Soziologe, habe ich angefangen, dann als Sozialanthropologe, jetzt mehr in der künstlerischen Forschung. Was bleibt, ist das Interesse an den transformativen Widersprüchen in der Gesellschaft. Also wie kann man mehr herausfinden? Also es gibt hinter dem, was auf der Bühne läuft, gibt es noch irgendwie Mechanismen, sozusagen die Puppenspieler oder die Fäden der Puppenspieler, und das interessiert mich. Und da merke ich, dass man sehr zwischen Institutionen und Gruppen sich auch bewegen muss, um auch zu verstehen und nicht zu verrosten. Noch ganz kurz vielleicht, um das nochmal so ein bisschen biografisch zusammenzufassen. Meine Eltern sind vor 50 Jahren in die Schweiz gekommen. Das ist noch ganz kurz vor der zweiten Schwarzenbach-Initiative. Wenn die angenommen worden wäre, wäre ich jetzt nicht hier, weil da hätten sie auch auswandern müssen, wären deportiert worden, oder nein, auswandern müssen wieder. Und das hat mir meine Mutter erst gerade auch erzählt, dass das Aufwachsen in diesem Kontext, wo eben, du hast gesagt, wir bewegen uns alle in der Schweizer Gesellschaft, aber eben nicht nur, das war in dem Sinn, ich glaube, ich würde nicht sagen, dass ich, natürlich habe ich Rassismuserfahrungen gemacht, aber und auch Diskriminierung betrifft den Begriff nicht, also betrifft die Erfahrung nicht ganz, sondern es ist eher ein Nicht-Zuhause-Sein, oder? Ein Nicht-Zugehörig-Sein vollständig. Denn die Angebote, die kommen, die passen nie ganz. Und das ist wahrscheinlich die Erfahrung, das Nicht-Heimisch-Fühlen vollständig, immer wieder und doch nicht ganz, wo ich eben dann auch, und da werden wir heute sicher auch darüber sprechen, eben auch gemerkt habe, dass die Linke, wie ich sie kennengelernt habe, da blinde Flecken hat. Also ich bin in Bern aufgewachsen, für mich war die Reitschule dort ein wichtiges Moment. Ich habe mich hat diese Punk-Szene, die Musik, diese Emotionen im Punk interessiert, diese Kritik. Schlussendlich bin ich aber immer in diesen linken Kontexten gewesen und bin es bis heute noch, eben auch in der Reitschule, und irgendwie möchte man ist, es ist ganz klar, wir sind antirassistisch, ganz klar. Aber wenn ich sagen will, was Rassismus für mich bedeutet,
dann wird das trotzdem nicht gehört. Ich gebe drei Beispiele, wie eigentlich eine Problematik da auftaucht. Zum Beispiel der Wohlfahrtsstaat, der Kampf für den Wohlfahrtsstaat, den Service Public. Das ist mir irgendwie, da bin ich irgendwie skeptisch. Und zwar, weil der Wohlfahrtsstaat in der Schweiz historisch entstanden ist, indem, also man wollte die Arbeiterschicht zu Beginn des 20. Jahrhunderts einbeziehen und um sozusagen die soziale, moralische Ordnung aufrechtzuerhalten. Wohlfahrtsstaat wird finanziert, indem der ungleiche Tausch aus den Kolonien, das Geld, das man gewinnt über diese Arbeit in den Kolonien, als Reallohn den Arbeitern in der Nation übergibt. Das wäre jetzt meine Analyse. Ein zweiter Punkt ist, und da bin ich gleich fertig, Klimapolitik. Wenn zum Beispiel Indien oder China sagt, ja, Klimapolitik, da machen wir nicht mit. Der Kolonialismus hat dazu geführt, dass ihr 3/4 des CO2 schon in die Luft gejagt habt und jetzt erfordert ihr von uns, dass wir jetzt die gleichen Spielregeln einhalten wie ihr. Nein, machen wir nicht mit. Es gibt den Begriff nachholende Entwicklung. Damit ist das ist extrem schwierig zu begründen hier. Das wird nicht verstanden. Ich sage nicht, Indien soll Kohle verheizen. Ich wäre auch froh, sie würden eher auf grüne Technologie setzen, denn sie haben das Potenzial. Aber die Debatte hier, die ist extrem schwierig zu führen. Und da sehen wir, dass eine bestimmte Form von Anti-Imperialismus oder auch marxistischer Theorie schlussendlich einen postkolonialen blinden Fleck hat. Und das ist eben nicht nur in der Theorie, sondern eben auch in der Bewegung. Und das ist das, was mich in dem Sinn interessiert, wirklich zu sagen, okay, wo sind da Potenziale, um gemeinsam weiterzumachen? Danke. Katrin, ich würde dir gerne erst das Wort geben. Ich könnte dich jetzt fragen, ja, fühlst du dich zu Hause... Wo fühlst du dich zu Hause? Und welche Rollen siehst du für dich, so die zentralen Rollen? Wie verortest du dich als doch Forscherin, die all diese Fäden der Puppenspieler im Blick hat und versucht, da neue Erkenntnisse daraus zu gewinnen? Bitte, Katrin. Ja, vielen Dank, Annemarie, für die Frage. Kann man mich hören? Ist es gut so? Ich dachte jetzt, du fragst mich auch, wo ich mich ausgeschlossen fühle. Interessanter, okay. Weil ich denke, es gibt sicher eine Parallele, also wenn man das jetzt so nennt, nicht sich zu Hause fühlen oder ausgeschlossen sein, würde ich sagen, die Wissenschaft, die Philosophie oder vor allem eben auch der universitäre Raum ist ein Raum, der für eine für eine Frau nicht im selben Sinn ein Zuhause ist. Für viele Frauen vor allem würde ich sagen, ich kann es jetzt eigentlich aus meinem Bereich sagen, von den Geistes-, Kultur- und Sozialwissenschaften. Aber ich denke, es gilt auch wahrscheinlich für Naturwissenschaften und Medizin, aber das weiß ich zu wenig. Aber ich denke, das Wissen, das traditionelle Wissen ist ein patriarchales Wissen. Die Universität ist in der Entstehung patriarchal. Und wir wissen mittlerweile, dass die Frauen große Leistungen erbringen in der Schule, im Gymnasium, an den Universitäten und trotzdem fallen sie aus dem Betrieb raus, aus die sogenannten Leaky Pipeline. Und das ist schon etwas, das ich als junge Studentin eigentlich gemerkt habe, dass der Raum, das Seminar ist nicht dasselbe für Studenten und Studentinnen. Das Wort ergreifen, sich öffentlich zu exponieren, das müssen sich Frauen eventuell stärker kämpfen. Was ich aber interessant finde, ist, dass das jetzt die Frage, wo ich mich heute zu Hause fühle, dass diese Frage für mich jetzt nicht mehr so relevant ist. Also das würde auch für mich zeigt, dass sich tatsächlich eben die Perspektiven
auf die Welt und die Gesellschaft, das ist natürlich trivial, einfach biografisch ändert. Das heißt, für mich ist eigentlich im Moment nicht mehr so im Zentrum, wo ich allenfalls diskriminiert werde, sondern wo ich privilegiert bin. Das ist für mich eigentlich der große Wechsel. Irgendwann hat sich der ergeben. Das heißt, ich würde mich jetzt mit diesen Kategorien Race, Class, Gender, würde ich mich eigentlich fast prioritär auch über die Kategorie Race und Nationalität identifizieren. Das heißt, es wird mir immer bewusster, dass meine Position als Schweizerin und als weiße Schweizerin ganz entscheidend ist für alles, was ich, oder für sehr vieles, was mir möglich ist in der Gesellschaft. Und darum würde ich auch sagen, dass, also wenn man das jetzt irgendwie auch schon reflektieren möchte, denke ich, die Frage nach der Selbstidentifikation, das ist überhaupt nicht klar, dass man über die eigenen Diskriminierungserfahrungen her die Frage aufgleist oder über die Privilegierungserfahrungen. Und ich denke, das ist für eine linke Politik ganz wichtig, sich irgendwie dazu zu verhalten, weil natürlich, wenn man sich über Privilegierungserfahrungen seiner eigenen Identität vergewissert, ja, ist klar, dann gibt es ganz andere Möglichkeiten, sich irgendwie miteinander zu verbünden. Kann ich noch etwas nachfragen? Ja, mich würde noch interessieren, was deine Motivation war, bei Augen auf dann aktiv zu werden. Also meine, vielleicht war das genau so auch ein biografischer Schnitt, das stimmt. Meine Motivation bei Augen auf war tatsächlich das Gefühl, dass ich in einer Gesellschaft lebe, die extrem rassistisch und gewalttätig ist gegenüber Personen, die irgendwie marginalisiert sind, die sich vielleicht weniger gut selber wehren können. Das ist das eine. Aber das andere ist auch, dass mir bewusst wurde, dass wir eigentlich in der Gesellschaft sehr wenig, also als privilegierte Menschen sehr wenig darüber wissen, welche Gewalterfahrungen andere Menschen machen. Und das ist vielleicht auch so ein Punkt, der zweite Punkt, den ich betonen möchte. Also ich glaube, wir unterschätzen auch, wie wichtig es ist, Wissen zu sammeln oder zuzuhören oder hinzusehen, mitzubekommen, was überhaupt passiert. Und das ist heute, glaube ich, schon viel stärker als eben vor 15 Jahren. Heute gibt es sehr viele Medien und es gibt eine kritischere Öffentlichkeit, dass wir wirklich auch genauer hinschauen in verborgene Orte. Aber ich meine, nach wie vor wissen wir, ich spreche jetzt von mir, ich weiß relativ wenig vom Alltag einer Person, die von Sozialhilfe leben muss, sei es eine Schweizerin oder eine Nicht-Schweizerin. Und quasi das überhaupt sichtbar zu machen, was sind eigentlich die alltäglichen Formen von auch Manipulation und dieses Gefühl, ausgeliefert zu sein, in Maschinerien involviert, dass man fremdbestimmt wird. Alle diese Themen, die liegen ja nicht auf dem Tisch. Und für mich ist das eigentlich auch der zweite Punkt, wäre eine Aufgabe einer linken Politik, dieses Wissen irgendwie auszutauschen. Und das muss nicht an der Akademie sein, kann aber, es könnte eben auch hier sein. Also schafft man Öffentlichkeiten, in denen im Prinzip verschiedene Positionen sich artikulieren können oder verschiedene Erfahrungen. Vielen Dank. Also Denknetz bietet diesen Raum. Ich finde das großartig. WIDE ist auch ein solcher Raum und die Zusammenarbeit ist wie ein neuer Raum, kombiniert mit Gedanken und Perspektiven von beiden Netzwerken. Vanya, ich möchte einen Punkt aufnehmen, um dir dann das Wort zu Privilegien und Diskriminierung zu geben. Rohit hat etwas gesagt, skeptisch beim Begriff Service Public. Und das ist deine zentrale Aufgabe. Du bist quasi verpflichtet zu schauen, dass die Leute Zugang haben zum Service Public. Du bist privilegiert, sie sind diskriminiert. Wie gehst du als
Vanya als Fachperson, als Gewerkschafterin mit diesen Doppelsituationen aus. Du auf der einen Seite und diese vielen alltäglich von dir erlebten und beobachteten Diskriminierungen um. Wie positionierst du dich, dein Zuhause oder auch die Grenzen deines Zuhauses? Okay, das sind jetzt ganz viele Fragen gleichzeitig. Also Service Public, ich denke, das ist zentral, es ist ganz wichtig, eben gerade um den Zugang für viele Nicht-Privilegierte zur Bildung, zur Betreuung, Gesundheit. Also ich denke, wir müssen als Gewerkschaft machen wir das, aber das ist einer der wichtigen gewerkschaftlichen Kämpfen, dem Service Public zu schauen und dass eben auch mehr investiert wird. Und die Tendenz ist ja eine ganz andere und die Auswirkungen sind verheerend, weil das Macht, die Macht, das Machtgefüge eben auseinanderfällt und nur wenn möglichst viele und Zugang zur Bildung haben, kann man dann eben auch Diskriminierungen überwinden. Also zum Thema Service Public, da habe ich ein bisschen gestaunt, deine Analyse, aber vielleicht muss man das dann vertiefen, aber ich denke, das würde auch einen ganzen, nicht nur Abend, sondern einen ganzen Tag füllen. Dann war deine Frage, wie ich mit Privilegien umgehe und Diskriminierungen. Also vorhin hat Beat und Jonas gesagt, Identitäten oder die Identität besteht einerseits darin, oder wir konstruiert darin, wie man sich selber sieht, aber wie die anderen einen sehen. Und also wenn ich mich selber definieren müsste oder meine Identität definieren müsste, dann würde ich klar sagen, Feministin, Migrantin, Schweizerin oder Europäerin, Gewerkschafterin, komme aus einer Arbeiterfamilie. Das ist so mein Selbstbild. Ein Kollege hat mir gestern gesagt, als ich erzählt habe, dass ich heute an diesem Podium bin, hat er gesagt, gefunden, ja, du kannst einfach hingehen und sagen, du bist alles, also diese drei Kategorien und dann kannst du gehen, es braucht eigentlich gar keine Diskussion. Ja, also das ist dann eben das Bild innerhalb der Organisation, für die ich arbeite, wo ich engagiert bin, innerhalb der Gewerkschaft. Da werde ich natürlich als Präsidentin, als Chefin wahrgenommen, aber auch als Frau. Ich denke, ich verkörpere auch eine Veränderung der Gewerkschaft, also der Gewerkschaftsbewegung in der Schweiz und der Unia, die weiblicher wird, die aktiv ist in den privaten Dienstleistungsberufen, wo es sehr viele prekäre Arbeitnehmende gibt und hier dann auch, das kenne ich aus der eigenen familiären Geschichte, aber ich kenne es die prekären Arbeitssituationen aus meinem Arbeitsalltag und da gibt es sehr, sehr viele, die eben schwierige Arbeitsbedingungen haben, eine schwierige Lebenssituation und natürlich bin ich persönlich in einer, merke ich auch immer wieder, in was für einer privilegierten Situation ich selber bin. Dann gibt es auch noch, wie die Außen, die Arbeitgeber mich wahrnehmen und das ist natürlich dann sehr eng verbunden mit der Organisation, in der ich mich engagiere und für die ich tätig bin und das ist dann die kämpferische Gewerkschaft und dort merke ich oft, dass dann bei Ihnen das Bild nicht ganz aufgeht, das Bild einer kämpferischen Gewerkschaft, die ist männlich, die ist stark und die Präsidentin von dieser Gewerkschaft ist eine Frau und die ist jetzt nicht irgendwie groß und ein Koloss. Und da merke ich dann im Alltag, dass es eben auch in diesem Spannungsfeld gibt es wirklich auch interessante Begegnungen und auch interessante Situationen, die aber ich mir auch zu Nutzen machen kann, zusammen mit den Kolleginnen und Kollegen. Vielleicht noch etwas, was in den Thesen, die Beat zusammengefasst hat, mir wichtig scheint, jetzt schon zu
deponieren, die ganze Geschichte der Klasse und eben Genderfrage und Rassismusfrage. Und die Überlegung, also Beat hat ganz klar gesagt, es darf nicht so sein, dass die Klassenfrage wie übergeordnet ist oder ausschließlich im Vordergrund gestellt werden muss. Und das würde ich sehr unterstreichen, weil gerade aus der Arbeiterbewegung und aus der Erfahrung der Arbeiterbewegung sehen wir, dass das eben nicht der Fall ist, dass die Klassenfrage irgendwie übergeordnet ist, sondern wir haben in der Vergangenheit, aber auch im Alltag heute, ist es immer wieder so, dass eben die Klassenfrage fast an zweiter oder an dritter Stelle oder überhaupt nicht vorhanden ist und erst erarbeitet und in einem Prozess dann ins Bewusstsein gebracht werden muss, auch der Arbeitnehmenden. Und also wir können dann vielleicht dann auf das dann noch weiter eingehen. Cedric, jetzt kommst du noch. Deine Verortung auch in deinem Klassenkampf, der ist ja auch von mir wahrgenommen, bist du ein typischer laut aussprechender Unterstützer von Klassenkampf. Wie verortest du dich in diesen Widersprüchlichkeiten neben Hauptwiderspruch? Warum ist das für dich auch wichtig in deiner eigenen Geschichte und Individualität? Ja, herzlichen Dank zuerst für die Einladung heute Abend. Vielleicht die erste Frage, die du gestellt hast, der Ausschlusserfahrung. Ich bin als Sozialdemokrat im katholischen Kanton Aargau aufgewachsen, im Süden. Das ist so wie die Definition von Ausschluss, quasi, die man zumindest politisch machen kann. Ich kann mich erinnern, meine erste SP-Sitzung damals, abgesehen davon, dass ich 40 Jahre jünger war als der Durchschnitt, das erste Traktandum war der Umstand, dass wir die Kuverts wechseln mussten, weil wir mussten jetzt neue neutrale Kuverts verschicken, damit der Pöstl im Dorf nicht sieht, wer in der Partei ist und wer nicht. Aber das ist mehr anekdotisch. Ich habe es auch, wie vorher schon gesagt wurde, wohl eher mit einem sehr privilegierten Werdegang zu tun. Meine unmittelbare Ausschlusserfahrung ist für mich auch nicht das politische Momentum, in dem ich mich politisiert habe. Für mich war es eher auf das, was Rohit hingewiesen habe, die erschreckende Unfähigkeit zu reflektieren der Privilegierten. Also ich teile in diesem Sinne diese Kritik absolut. Ich sage vielleicht nachher noch etwas dazu. Aber du hast gefragt in dieser Verordnung Haupt- und Nebenwiderspruch. Ich bin überzeugt, dass das nächste oder das aktuelle emanzipatorische Projekt der Linken nur dann funktioniert, wenn es die Gleichursprünglichkeit verschiedenster Diskriminierungen akzeptiert und voraussetzt. Das heißt, es gibt keine hierarchische Klassifizierung irgendwo zwischen Race, Class und Gender, sondern wir leben in einer Totalität von Macht- und Herrschaftsbeziehungen und müssen diese Macht- und Herrschaftsbeziehungen auch als Totalität entsprechend bekämpfen. Und in diesem Sinne gibt es selbstverständlich eine auch positive linke Identitätspolitik. Ich glaube, Identitätspolitik ist per se nicht einfach positiv oder negativ. Die Frage ist immer, was hat sie für einen Kern? Und für mich gibt es wie drei Elemente, die ich finde, sind zentral, damit ich finde, es ist eine Identitätspolitik, die links ist. Das erste ist, es ist eine nicht essentialistische Politik. Das heißt, wir schreiben nicht irgendwo aufgrund einer biologischen oder kulturellen Differenz gewisse Eigenschaften gewissen Gruppen von Menschen zu. Es gab eine Phase, zum Beispiel nach der Finanzkrise, da war das wieder en vogue, zu sagen, dass wenn bestimmte Gruppen besser vertreten wären in den Verwaltungsräten von Banken, dann wäre es ein humaner Kapitalismus zumindest. Das halte ich für abwegig. Essentialismus war immer auch ein Ausschluss, ein Herrschaftskriterium, Herr Reuth hat das vorher angesprochen, das darf man nicht vergessen. Also die Errichtung des Wohlfahrtsstaates war begleitet im 19. Jahrhundert mit der Erfindung der Zivilisation. Und die Zivilisation wurde erfunden, um die Barbaren außerhalb der Zivilisation von den Menschenrechten wieder befreien zu können, sie auszuschließen vom revolutionären, damals bürgerlich-revolutionären Projekt. Und ich
gerade darum den Hinweis, den er gemacht hat, auch für sehr, sehr wichtig, übrigens auch nicht für überwunden. Ich sage das öffentlich, ich habe mich sehr aufgeregt über die Kampagne meiner Partei und der Linken zur Unternehmenssteuerreform, die in keiner Art und Weise reflektiert hat, dass das Hauptproblem dieser Reform nicht die Verteilung des Kuchens in der Schweiz ist, sondern die despotische Enteignung der Mehrheit der Welt durch ein koloniales Projekt der Schweizer Wirtschaft. Das ist die Schweinerei im Kern eigentlich. Und dann der Klassenkampf in der Schweiz, das ist dann das Zubrot, das wir selbstverständlich auch noch führen müssen. Das Zweite ist, es muss immer um ein strukturelles Verständnis von Macht gehen. Rassismus oder Sexismus ist nicht ein Problem alleine persönlicher Einstellungen, sondern es muss darum gehen, gesellschaftliche Strukturen zu verstehen. Es ist nicht gelöst, indem wir ein bisschen Diversity Management machen, so wie Macron das jetzt in Frankreich macht, einfach von jeder Bevölkerungsgruppe ein paar Leute im Parlament und dann gibt es keinen Rassismus mehr. Ja, das ist eine reale Logik, das darf uns nicht passieren, sondern wir müssen diese strukturellen Fragen stellen im Anschluss an das, was Beat gesagt hat, glaube ich, dass im Kern dann der Antikapitalismus eben doch zentral ist. Das Letzte, das ich am Anfang gesagt habe, jeder Identitätskampf der Linken muss am Schluss universalistisch sein im Anspruch. Es geht nicht darum, eine bestimmte Gruppe relativ besser zu stellen zum Nachteil einer anderen, zum Beispiel homosexuelle Rechte zu erkämpfen im Abwehr gegen die vermeintliche Gefahr muslimischer Migrantinnen und Migranten, sondern es geht immer darum, das Menschenrecht zu erkämpfen. Der Kampf für Frauenrechte ist ein Kampf für Menschenrechte, für alle Rechte, dass diese Rechte, die den Frauen heute vorenthalten werden, allen Menschen zuteilkommen. Der Kampf für Flüchtlinge ist ein Recht auf Bewegungsfreiheit für alle Menschen. Der Kampf gegen Rassismus ist ein Recht auf Diskriminierungsfreiheit für alle Menschen. Das, glaube ich, sind, wenn du fragst, was ist das Verhältnis von Haupt- und Nebenwiderspruch, die drei Kriterien, bei denen ich sagen würde, auf Grundlage dessen können wir diese Kämpfe zusammenführen. Ich halte es auch historisch für schon damals eine Fehleinschätzung der Haupt- und Nebenwidersprüche. Das Patriarchat war historisch dem Kapitalismus vorgängig und es wird ihm nachgängig sein. Es war damals schon eine historische Fehleinschätzung und es wird es immer sein. Ich möchte ganz kurz einen kleinen Einschub machen. Diese Haupt- und Nebenwidersprüche, die sind natürlich in der feministischen Diskussion auch virulent geführt worden. Und ich glaube, der Begriff der Intersektionalität hängt ganz stark damit zusammen, eine andere Denkweise an diese verschiedenen Zugehörigkeiten auch zu ermöglichen und weiterzuentwickeln. Und als erste klare Definition von Kimberlé Crenshaw heißt Intersektionalität, es sind unterschiedliche soziale Kategorien, die miteinander verschränkt sind. Und zwar kann es Geschlecht, Rassisierung, Klasse, Sexualität, Alter, Einschränkung, auch ein bisschen je nach Kontext. Der zweite Punkt, wie sie verschränkt sind, bestimmt unsere Erfahrung mit Diskriminierung und Privilegien. Und die Form der Verschränkung, wie wir sie hier erleben, bestimmt auch dann unsere Erfahrungen. Also wir sind in diesem Verschränkungskorsett irgendwo gefangen. Und das, wenn du sagst, Cedric, dass die Fähigkeit, kritisch zu denken, dass die abgeht, vielleicht ist es ja auch Unwillen, kritisch zu denken, die muss genau diese Verschränkungen zu verstehen versuchen. Und letztlich, und das finde ich auch wichtig, ist Intersektionalität nicht einfach eine Mehrfachdiskriminierung. Das war ja lange auch so ein bisschen das starke Votum. It is not just an issue of triple oppression. Ich bin Frau, ich bin schwarz, ich bin arm. Add on. Es geht nicht, sondern in der Überschneidung können sich diese sozialen Kategorien eben bestärken, auslöschen oder sogar neue eigene Positionen hervorbringen. Es ist also alles relativ dynamisch. Und weil es so dynamisch ist, brauchen wir eben solche Reflexionsräume. Und meine Anschlussfrage, wir haben jetzt noch wie eine zweite Runde, möchte ich euch einfach die Gelegenheit geben, nicht mehr auf euch selbst, sondern kurz zu reagieren auf das, was ihr gehört habt. Was liest ihr in diesen drei anderen Positionen? Was nehmt ihr mit in Gedanken? Denkend. Also
Ich würde gerne auf das Letztgesagte von Cedric reagieren, und zwar, dass wir als Linke die Diskriminierungen alle zusammen bekämpfen müssen. Bin ich völlig einig, und auch der universalistische, dass wir universalistisch im Anspruch sein müssen, auch einig. Aber was heißt das konkret, wenn wir Leute ansprechen wollen und bewegen wollen und eben, dass sie sich uns nähern, weil darum geht es schlussendlich. Also natürlich ist es gut, wenn wir uns überlegen, was wäre die ideale linke Position, aber letztlich wollen wir ja stärker werden und unsere Idealen eben zum Durchbruch verschaffen. Und in meiner Gewerkschaftsarbeit merke ich einfach, dass es ganz, ganz wichtig ist und essentiell, gerade nicht ich sage jetzt mal, Leute, die von Haus aus links sind, ein bisschen vereinfacht gesagt, zu sagen, wir müssen alle Diskriminierungen bekämpfen und die finden dann das einfach toll und ich mache mit, sondern es läuft eben oft sehr über das ganz konkrete Interesse. Im Idealfall ist es vielleicht eben die Diskriminierung der Frau beim Lohn oder die Arbeitszeiten im Detailhandel oder die Arbeitsplatzverlagerung oder eben wir haben in der Uni ja sogenannte Interessengruppen, das sind die Themen rund um die Gleichstellung, die Themen rund um Migration und so weiter, und da kann man die Leute eher abholen, und wichtig ist aber, dass dann, dass wir als Kompass, dass wir den Kompass immer vor Augen haben, dass es letztlich aber eben um die soziale Frage geht und die ist übergeordnet. Aber entscheidend ist, kann man die Leute abholen, und meistens ist es über ein Thema, ein Partikularthema, kann man vielleicht sagen, und in der gemeinsamen Auseinandersetzung mit ihren Kolleginnen und Kollegen, Arbeitskolleginnen und Kollegen, machen sie dann die Erfahrung des gemeinsamen Kampfes, und dann kann man eben auch weiter übergeordnete Themen zusammen diskutieren und eben die soziale Frage in Vordergrund stellen und aufzeigen, wie diese Machtverhältnisse eben über die Frage des Lohngleichheits oder der Lohndiskriminierung hinausgeht und wie eben nicht der temporär Arbeitende mein Feind ist, sondern der Arbeitgeber. Aber das kann man eben nur, wenn man die Leute beim Partikularthema so quasi abholt. Danke, Vanya. Und ich würde hier jetzt gleich auch anschließen, wir teilen alle die gleichen Werte, wir sind eine Wir-Gemeinschaft. Wie freiwillig, bleibe mal dahingestellt, aber das ist eine andere Diskussion. Aber ich möchte jetzt trotzdem an das anhängen. Vanya, du arbeitest in der Gewerkschaft, du hast ganz konkrete Ansätze, Methoden und Möglichkeiten. Und die anderen sind in anderen Kontexten mit dem gleichen Ziel, aber unterschiedlichen Methoden. Und ich glaube, diese Methodenvielfalt, diese Vorgehensvielfalt, genau das ist es, was auch diese universalistisch anmutende, ich weiß nicht, ob das tatsächlich real ist, aber diese gemeinsamen Identitätskämpfe ist auch ein Zusammenführen von verschiedenen Methoden. Und ich glaube, Katrin, du kannst da auch noch ein bisschen wie etwas dazu sagen zu deinen Methoden. Also ich möchte, weil du hast gefragt, wo wir Rückfragen haben, und ich möchte gerne auf Vanya noch reagieren. Ich fand das sehr interessant, dass du gesagt hast, dass die Gewerkschaft ist also quasi von außen nimmt man die Gewerkschaft als männlich oder patriarchal war, ich weiß nicht mehr genau die Formulierung, und dass, wenn du dann auftrittst als Frau, dass das irgendwie auch eine Irritation auslöst. Und was mich interessieren würde, ist, das hat aber auch dann mit den Methoden zu tun, also resultiert eigentlich aus diesem nicht ganz passen oder aus dieser Verschiebung, resultiert da auch eine Veränderung darauf, wie zum Beispiel eine Gewerkschaft agiert. Weil also in der feministischen Theorie ist das ja dann immer die Frage, oder in der feministischen Wissenschaft, also geht es nur darum, Frauen in eine bestehende Struktur zu integrieren, und sie machen alles so wie gehabt.
Und das gilt für ganz viele verschiedene Positionen, die ausgeschlossen sind. Oder gibt es irgendeine Möglichkeit, das Wissen darum, dass die Gesellschaft eben diese Ausschlüsse produziert, dann in die Art und Weise zu integrieren, wie wir kämpfen oder wie wir denken und wie wir Bündnisse eingehen. Und das war mir nicht ganz klar, ob du denkst, dass diese Reflexion in der Gewerkschaft auch integriert ist. Ich möchte, es ist nicht so, dass ich alleine die Gewerkschaft präge, also es wäre wirklich falsch. Also ich denke, ich bin Ausdruck, das habe ich gesagt, von einer Gewerkschaft, die sich verändert, also Ausdruck, dass ich Präsidentin geworden bin von dieser Gewerkschaft, von der UNIA, ist Ausdruck von einem Wandel, der stattfindet. Also wir haben in den letzten 10 Jahren sind wir in den Dienstleistungsberufen gewachsen, über 50.000 Mitglieder, nur die im Tertiär arbeiten, das sind vorwiegend Frauen und das sind dann nicht nur Mitglieder, Passivmitglieder, sondern da hat es auch aktive Mitglieder und das verändert natürlich, das verändert auch die Diskussionskultur. Das verändert zum Teil vielleicht auch die Kampfformen, die Gewerkschaft, die Art und Weise, wie wir die Gewerkschaft und die Themen, an denen wir arbeiten, also die ganze Thema Arbeitszeit, Ladenöffnungszeiten, das ist nicht per Zufall viel präsenter als vor 10 Jahren, weil es eben Themen sind, die Frauen in unserer Organisation vor allem betreffen. Also es gibt eine Veränderung, aber jetzt habe ich mich verloren, was wollte ich noch sagen? Das nicht du alleine. Eben nicht, Also diese Veränderung ist sicher gegeben durch, aber genau, das wollte ich noch sagen. Unsere Organisation ist auch eine sehr vielfältige Organisation, die Hälfte der Gewerkschaftsmitglieder haben einen Migrationshintergrund. Die Hälfte der Angestellten haben einen Migrationshintergrund. Und das, denke ich, macht es auch spannend und macht auch unsere Kraft aus. Ich finde, das ist etwas Positives, aber wir sind deshalb trotzdem nicht gewappnet automatisch gegen Rassismus oder gegen Sexismus. Also das, denke ich, ist ganz, ganz wichtig, dass wir uns dessen bewusst sind. Nicht, weil wir eben, weil die Hälfte unserer Mitglieder Migranten sind, das einfach kein Thema ist bei uns und wir uns alle eben dem gewappnet sind, gegen Rassismus gewappnet sind, sondern es ist wichtig, dass wir uns bewusst sind, dass wir eben auch wir genau hinschauen müssen. Danke, Vanya. Ich möchte jetzt Cedric einfach als, du bist Nationalrat und ich war auch eine Weile Politikerin in der Stadt Bern und ich musste mich immer wieder entsinnen, wirklich unterziehe ich mich da eine bleiche, quasi die männerdominierte Ratspolitik, ist ja eigentlich grauenhaft und ich kann meine feministische Identität nicht weiterentwickeln etc. Aber wenn ich dich jetzt gegenüber hätte, würde ich das Geschlecht vielleicht gar nicht schauen, sondern würde denken, dem will ich jetzt einen Vorstoß empfehlen, nämlich dass Vanyas Probleme irgendwie angepackt werden können. Das wäre dann wieder eine völlig unterschiedliche, andere Methode. Sie sieht es im Alltag, du siehst es von einer oberen Perspektive der Politik. Ist das, was du auch machst? Konkrete Beispiele der Diskriminierung übersetzen in mehr politische Fragen. Kommt ein bisschen darauf an, was Vanyas Probleme dann genau sind, die sie gerne gelöst hätte im Parlament. Meine Erfahrung ist eher, dass das Parlament in diesem Land eher nicht der Ort ist, wo Probleme gelöst werden. Zumindest nicht diejenigen, die wir linksgrün als Probleme benennen, entsprechend benennen würden. Ich glaube, das ist auch einer der Fehler, ganz ehrlich, in der Linken. Bei uns hat sich, und ich nehme mich da gar nicht aus, in der parlamentarischen Linken in den letzten
vielleicht 20 Jahren, 20 Jahre ist immer gut, weil da war ich am Anfang nicht verantwortlich, da war ich noch nicht dabei, so auch eine Logik eingespielt der Kampagnenpolitik, sehr, sehr stark. Und dann gibt es das Missverständnis, oftmals auch als eine falsch verstandene Politik, dass ein Vorstoß gegen Diskriminierung schon so etwas sei wie eine soziale Bewegung. In der Regel ist das Gegenteil der Fall. Und darum bin ich sehr zurückhaltend damit, mit großen Themen im Parlament Vorstößen zu machen und dann daraus eine riesen Mediengeschichte. Ich versuche es dort konkret zu machen, wo ich kann. Das ist jetzt beispielsweise, was mir ganz wichtig scheint. Die parlamentarische Linke hat über die letzten Jahre die Fragen von Vereinbarkeit und Familienberuf einfach an die Frauen im Parlament ausgelagert. Genau. Das war deren Job, das hat die Männer nicht interessiert, war gut, dass jemand macht für die Wahlplattform, aber das war es dann auch. Und da versuche ich mich sehr bewusst einzubringen und zu sagen, das ist für mich ein Teil meiner Identität. Ich bin Partner, ich bin Vater und ich möchte mich genauso um meine Tochter kümmern und ich will Vorstöße zu diesem Thema machen. Übrigens, Klammerbemerkung, durchaus auch gegen den Widerstand von Teilen dieser Frauen, dieses Thema dann auch entsprechend zu öffnen. Falls ich das Wort zum letzten Mal habe, dieser Gruppe, möchte ich einfach noch etwas sagen, was mir vorher wichtig war. Ich finde, dieser Angriff auf diese Identitätspolitik müssen wir etwas erkennen. Es ist im Kern eigentlich ein Angriff auf die Errungenschaften der Post-68er Linken. Um das geht es im Kern. Es geht darum, die Zusammenführung von sozialer Frage, Künstlerinnenkritik, Emanzipation, Rassismus, Race, Class, Gender wieder aufzuspalten. Und das ist brutal gefährlich, weil es Resonanz findet in der Linken. Einerseits bei einer technokratisch-paternalistischen Linken, so die deutsche SPD, andererseits bei einer Linken, so die White Working Class Linke, die nie ganz akzeptiert hat, dass man jetzt auch noch für das Frauenstimmrecht kämpfen muss. Die gibt es nach wie vor, in der Schweiz vielleicht ein bisschen weniger zum Glück, aber die gibt es national wieder vor. Und das, finde ich, darf man nicht vergessen, das ist eingebettet in eine ganze Diskurslogik vom Genderwahn über die Denkverbote, Political Correctness, dieses falsche Elitenbashing, es gibt das richtige Elitenbashing, das ist das falsche Elitenbashing. Und darauf dürfen wir einfach unter keinen Umständen hereinfallen. Das war vorher das, was ich versucht habe zu sagen mit diesen Kriterien und das müssen wir entsprechend zusammenführen. Und da finde ich, ist es gerade wichtig, ja, um zum Abschluss zu kommen, dass wir quer zu diesen Identitäten eben auch uns in die Fragen einmischen. Also genauso, Rohit hat es vorher gesagt, ich werde nicht so wahrgenommen, als wenn ich meine Position zu Antirassismus formuliere. Karin hat es auch gesagt, es ist nach wie vor ein Kampf für Frauen im akademischen Bereich und dass wir dort eben versuchen, die Leute dazu zu bringen, die, wie ich zum Beispiel, diese Erfahrung nicht gemacht habe, sich zu konfrontieren damit, das finde ich Teil dieser politischen Erfahrung, wo ich auch zugegebenermaßen zum Beispiel, was postkoloniale und feministische Theorie angeht, noch in einem großen Lernprozess bin. Und ich glaube auch die ganze Linke. Danke. Ich glaube, Reut, so wie ich dich vorher gehört habe, du bist so ein bisschen ein Querwanderer, ein Grenzüberschreiter. Du provozierst ja diese vermeintlich doch relativ starren Identitätsgrenzen. Ob du jetzt als Kunstschaffenden kommst oder als Forscher oder als Inder oder als... Also ich finde das total spannend. Und jetzt, wenn du das so zugehört hast, was vor allem, was Cedric auch am Schluss gesagt hat, quer zu den Identitäten denken, ist das auch ein bisschen dein Programm? Also jetzt positiv. Ja, also da kann ich sicher gut anschließen. Ich möchte ganz nur kurz nochmal sagen, eben diese Frage... Kurze Würdigung von verschiedenen Positionen hier. Also mich hat beeindruckt bei Katrin, bei dir, eben dieses Merken oder Nicht-Merken, plötzlich so in der Auseinandersetzung zu sehen, okay, vielleicht bin ich viel stärker über meine Privilegierungserfahrung definiert, als ich das merke, oder? Merke ich natürlich auch, als Mann, eben als meine Eltern sind aus der Mittelschicht. Das ist natürlich eine andere Form der Auseinandersetzung, als wenn meine Eltern Gastarbeiter wären und ich in Schwammendingen aufgewachsen wäre und nicht in Hinterkappeln, diesem Aglo-Kaff. Und trotzdem dort ist mir auch wichtig, eben, und da kommen wir zum anderen, das ist nicht eine moralische Auseinandersetzung. Oh Scheiße, ich bin privilegiert, was mache ich jetzt? Es geht wirklich darum zu sagen, hey, das hat mit strukturellen Gründen zu tun. Privilegien sind Möglichkeiten aufgrund von gewissen Zuschreibungen sich mit gewissen Fragen nicht auseinandersetzen zu müssen, wie zum Beispiel Rassismuserfahrung oder Sexismus, oder die Möglichkeit zu haben, sich besser zu wehren.
Oder das ist wie, das hat mit Strukturen zu tun und das müssen wir verstehen. Also in dem Sinn ist wie, glaube ich, wir sind in einer transformativen Zeit und das, da möchte ich vielleicht noch auf dich eingehen, Vanya, meine Kritik ist nicht, ich habe keine Kritik am Service Public, geschweige denn an der gewerkschaftlichen Arbeit, zumal ja die Unia die größte Migrantinnenorganisation der Schweiz ist. Die Frage ist nur, haben wir die richtige Analyse zu dem, was passiert? Sind die Analyse der Zeit, wie sie funktioniert, geht das überein mit den Strategien, die wir haben? Und dort eben finde ich auch eben dieses zu merken, hey, es ist eine neue Präsidentin, wir sind uns bewusst, diese Kategorien spielen ineinander. Und auch bei Cedric zu sagen, ja, ich bin auch in diesem Lernprozess drin, so wie ich ja auch, oder? Oder auch Bea, der sagt, ja, eben, wir müssen das eben, Haupt- und Nebenwiderspruch, das ist irgendwie passé. Das ist nicht selbstverständlich, sage ich mal, in einer radikalen Linken der letzten 20, 30 Jahre. Also es passiert irgendwie etwas schon. Die Frage ist nur, was ist die Analyse, was genau passiert hier gerade? Und ein Punkt ist natürlich das, was, da bin ich mit dir einverstanden, die reaktionäre Bewegung ist natürlich die gegen die 68er Revolution, in der von zwischen Civil Rights Movement bis Ökologie über Feminismus dieses Projekt des Kapitalismus angegriffen wurde. Und dass das aber im Kontext, eben auch das war der Hintergrund, war natürlich schon eine Krise des Kapitalismus, wo eine gewisse Form eben von Krise, die sich zum Beispiel in der Stadt sehr gut gezeigt hat, dass eine gewisse Form von eben, man hat irgendwie die Deindustrialisierung der 70er Jahre, plötzlich ist das Modell, das man hatte nach dem Zweiten Weltkrieg, nämlich die Migrantinnen und Migranten erlauben der Arbeiterschicht aufzusteigen, insbesondere den Frauen, plötzlich so etwas wie ein gutes Leben in der Küche zu führen, um den bürgerlichen Frauen nachzuleben. Plötzlich hat diese Mittelschichtsgesellschaft nicht mehr funktioniert und dort eben auch diese Skepsis, wenn natürlich der gewerkschaftliche Kampf im nationalen und nicht im internationalen Rahmen geführt wird, es ist kein Verlass. Das hat sich immer wieder gezeigt im 20. Jahrhundert. Und wir wissen auch, dass ein großer Teil, die für Schwarzenbach abgestimmt haben, eben aus der Arbeiterschicht kamen. Und dass wie im Kontext des Neoliberalismus eben irgendwie plötzlich dieser Druck auf die verschiedenen Felder, aber auch Identität, also auch Bewegungen so stark wurde, dass es nicht mehr so einfach möglich ist, sich wieder zu verbinden. Also es gab eine Form von Professionalisierung in allen Bereichen, die eben dazu geführt hat, dass man wieder nicht mehr, also es ist wie ganz perfid, oder? Also dieses Teile- und Herrsche-Ding. Also es hat auch mit Professionalisierung zu tun. Es sind nicht mehr so Grassroots-Bewegungen, es sind Institutionen. Und in diesen Institutionen ist es nicht mehr rational möglich, sich miteinander auseinanderzusetzen. Eben, man muss Marketing machen, man muss Kohle haben. In der Akademie muss man publizieren, in der Kunst muss man irgendwie versuchen, am Markt anzukommen und so weiter. Und das sind natürlich so Mechanismen, die ganz perfid ablaufen, die dazu führen, dass wir eben nicht mehr die neuen Ideen gemeinsam entwickeln können und die Analyse nicht mehr gemeinsam machen können. Und deswegen ist mein Plädoyer eben wirklich auch, man muss gemeinsam diese Analyse machen. Es ist eine Zeit, also eine neoliberale Technokratie, die es sehr irrational macht und unwahrscheinlich, dass man Solidarität, Räume für Solidarität auftut. Das hat auch mit Muße zu tun, es hat mit sich öffnen zu tun, es hat damit zu tun, sich zu exponieren. Und gerade im Kontext von eben Angriff, einem faschistischen Angriff, und ich würde langsam schon von einem Faschismus sprechen, dem wir uns gegenüber sehen, gerade wenn man das international vergleicht, oder was in den USA abläuft, was in Indien abläuft, was auf den Philippinen abläuft, da positionieren sich Nationalstaaten ganz neu, um in diesem Kontext von globalem Kapitalismus etwas abzukriegen. Und die verschiedenen Klassen und Schichten positionieren sich neu innerhalb davon. Und da brauchen wir noch mehr Analyse und neue Strategien gemeinsam und können eben nicht auf alte, bekannte Weise darauf reagieren. Ja, und solche Strategien suchen wir jetzt gemeinsam in der Murmelrunde. Ihr habt diese Identitätskarten. Wir bitten euch jetzt aus der Sicht eurer neuen, zweiten oder x-ten Identität, die da auf dem
Papierchen geschrieben ist, relativ wenige Informationen, aber dennoch genug, um die in den Strukturen eingebundenen Hürden herauszufinden. Sucht nach den Hürden, denen ihr im Alltag begegnet. Aber schaut auch, welche Schlupflöcher gibt es allenfalls. Ökonomisch, rechtlich, symbolisch, soziale Teilhabe. Und überlegt euch ein bisschen, wo solche Schlupflöcher bzw. Verbesserungsmöglichkeiten aus der Situation, die euch die Identität mitbringt, wo ihr da eine Handlungsmöglichkeit erkennt. Etwa, ich würde sagen, so einfach wie möglich zu viert, zwei vorne, zwei hinten, einfach drehen und so zusammen. Und wenn ihr dann fertig seid, etwa eine Viertelstunde, hallo, pardon, Time Watch, also etwa eine Viertelstunde, Maximum, 10 Minuten. Und dann machen wir Plenum. Ist gut? Okay, viel Spaß. Wir haben nicht mehr so viel Zeit. Und jetzt wäre es ja interessant zu hören, was da für Aspekte, für Erkenntnisse, für Fragen, neue Fragen auch aufgetaucht sind. Und ihr gebt einfach spontan, aber im Mikrofon, wer ist mit dem Mikrofon? Simon, machst du das? Simon? Wer ist? Beat, machst du? Also Beat kommt mit dem Mikrofon, weil wir werden ja das alles irgendwie livestreamen. Was. Also von dem her bitte trotzdem schnell die Hand aufstrecken. Und wir sammeln und die vier Podiumsteilnehmenden reagieren dann spontan auf den einen oder anderen Begriff. Und das wäre dann die abschließende Runde da. So. Also ihr leitet die letzte Runde ein sozusagen. Vielleicht nur als spontane Beobachtung, wir sind sehr schnell in die Falle gefallen. Also ich habe das Erste, was ich gesagt habe zu meiner Karte, der steht eigentlich ganz gut da, der ist der Beste in der Runde. Also wir haben so, er ist der Soziologiestudent, der 28-Jährige. Und das war also wir sind da sofort reingetappt, zu sagen, okay, der steht da, die steht da und der ist ganz unten. Also so eine Hierarchisierung der Situationen. Und das fand ich spannend, wie schnell das geht. Ich habe in unserer Gruppe das Schlechteste losgezogen. Ich bin eine Polin, 40-jährig, arbeitet bei einem pflegebedürftigen Rentner als 24-Stunden-Betreuerin. Und von meinem beruflichen Hintergrund her kann ich mir sehr gut vorstellen, was sie für Bedingungen hat. Die arbeitet 6,5 Tage pro Woche, am Sonntagnachmittag hat sie frei, hat Kosten und Logis und verdient 700 Franken pro Monat. Ist 3 Monate hier, 3 Monate wieder in Polen, wechselt sich mit einer Kollegin ab, die wie sie abwechslungsweise den Rentner betreuen, weil nach 3 Monaten läuft ihre Bewilligung ab und dann muss sie wieder zurück. Ich habe keine Zukunft. Ich habe zwei schulpflichtige Kinder zu Hause. Ich kann nicht riskieren, den Job zu verlieren. Ich verdiene praktisch nichts, bin aber selber noch im kommunistischen Polen aufgewachsen. In der Schule habe ich das noch gelernt, was Klassengegensätze sind. Ich bin Jahrgang 77. Ich habe das noch knapp mitbekommen. Ich kann nur sagen, wenn es mir besser gehen muss, muss es vielen anderen Leuten schlechter gehen. Denn das Geld wächst ja nicht auf den Bäumen. Wenn ich mehr bekomme, muss jemand anders weniger haben. Und ich denke mir, jetzt spreche ich wieder als meine Person. Vorne auf dem Podium sitzen 5 Leute mit einem Durchschnittseinkommen von 10.000 pro Monat. Und wenn ich mehr verdienen muss, dann müsst ihr alle einen Drittel runter mit dem Einkommen. Nur so geht's. Ich denke mir, das ist ebenfalls einer der Ansätze, die wir uns bewusst sein müssen. Macht und Ohnmacht ist wie Licht und Schatten auf der Welt. Es gibt genau gleich viel. Und danke. Wenn jemand Macht hat, hat auch jemand Ohnmacht. Und das auszugleichen, braucht auch eine Entmächtigung der Mächtigen. Danke.
Danke. Noch ein Darf ich da, da möchte Nein, ich gerne... Ich möchte zuerst Aha, sammeln. Du willst zuerst sammeln. Ich sammle zuerst. Weiter, weil dann ist die, die Auslegeordnung. Also, wir bei uns in der Gruppe haben mehr zu uns so überlegt, okay, wie können wir gewisse Anteile der Identitäten zum Vorteil nutzen und andere, wo sind wir dann benachteiligt? So, also zum Beispiel, ich habe eine lesbische Queer-Aktivistin, 25 aus der Mittelklasse und Barangestellte. Also, ich nehme an, sie ist weiß, weil da nichts steht und Schweizerin. Und das sind schon mal zwei Privilegien, aber ja, je nachdem, wie sie sich anzieht, kann sie dann auch nicht jeden Beruf machen. Und so, so sind wir dann also damit umgegangen. So, okay, eben, wo kann ich mich mehr oder weniger frei bewegen und wo kann ich unterstützen und wo brauche ich Unterstützung? Okay. Beat, da war noch... Also ich habe hier die prekär angestellte Putzfrau italienischer Herkunft, die aber doch gewerkschaftlich organisiert ist. Und mich würde jetzt eigentlich interessieren, ja, wo ist sie dann wirklich anzutreffen in der Gewerkschaft? Ist sie einfach nur dabei? Was gibt es dann für Kurse, die sie tatsächlich interessieren? Also eben, das hier wird sie kaum interessieren, also die Intersektionalität wird sie nur sagen, was soll der Scheiß. sie will wahrscheinlich eher so sein, ja, was schaut ja auch für mich raus, und, aber vor allem eben auch, wo kann sie überhaupt, wo findet sie überhaupt die Zeit dafür? Da waren noch, zwei waren da noch, dann müssen wir langsam... Kurz fassen bitte, wenn es noch mehr Stimmen gibt. Ich bin eine muslimische Schülerin, trage ein Kopftuch, Sekunda. Bei uns in der Gruppe gab es zwei Meinungen. Die eine war, sie trägt das Kopftuch so, weil die Eltern so wollen. Akustisch nicht verstanden. Sie trägt das Kopftuch, weil die Eltern es so wollen. Sie muss das tragen, sie ist so unterdrückt. Die anderen haben gesagt, es bestände auch die Möglichkeit, dass sie das Kopftuch bewusst trägt, dass sie das will tragen, dass sie aber wegen diesem Kopftuch auch Schwierigkeiten hat, eine Lehrstelle zu finden, dass sie überall aneckt in der Gesellschaft, dass sie angemacht wird, dass sie auch von Feministinnen darauf angesprochen wird. Und ja, also diese Ambivalenz. Sehr gut. Und jetzt da noch ein und dann noch da hinten noch. Okay, wir haben uns zuerst in der Gruppe zu dritt, eigentlich mit den Problemen befasst, die die drei haben, dann versucht eine Lösung zu finden, bis wir auf die Idee gekommen sind, wir müssten ja eigentlich herausfinden, was könnten sie denn machen. Nicht also eigentlich das Problem lösen, wie es die Politik machen müsste, sondern wie sie selber das Problem lösen könnten. Einer von uns hatte auch die prekär angestellte Putzfrau und wir haben festgestellt, eigentlich, dass eigentlich alle drei irgendwo in einer prekär angestellt sind. Und ich habe jetzt hier AIDS-infizierte Frau, KV, ledig, Mutter und Schweizerin und das ist eigentlich stellvertretend ein Problem von der Zeit, die diese Person hat. Einerseits mit den Kindern, einerseits mit dem Job, den sie machen muss. Sie ist auch ledig, das heißt kein zweites Einkommen, das sie unterstützt. Also wie könnte sie sich organisieren? Wo könnte sie sich melden, dass sie sich eine Entlastung verschaffen kann, Unterstützung auch, um etwas Neues zu entdecken, was sie machen könnte? Danke. Das ist also ein relativ Super. Schwieriges Thema. Jetzt noch das Letzte, dann nehmen wir den Ball wieder auf. Also wir hatten einen männlichen arbeitslosen Türken, 58, seit 25 Jahren in der Schweiz, 4 Jahre von der Post entlassen. Wir haben keine türkische Erfahrung, wir haben unsere Fantasie spielen lassen. Was heißt das für ihn? Die einzige Lösung für ihn ist, eine Identität anzunehmen, die Unterstützung gibt. Und in unserer Fantasie haben wir ein paar solche Identitäten durchgespielt.
Er wird Patriarch, trinkt mit seinen Freunden Tee oder vielleicht sogar Alkohol und lässt seine Frau arbeiten. Also er zieht sich zurück auf seine patriarchalische Identität. Er war ein Homosexueller, der aus der Türkei geflüchtet ist. Er findet also in seinem homosexuellen Kreis einen Halt und das ist seine Rettung. Er war ein Kurde, vielleicht sogar ein PKK-Anhänger und findet hier eine Rettung. Er ist ein Gülen-Anhänger, Gülen, und ist jetzt unterdrückt, aber trotzdem hat er dort einen Kreis. Oder er ist ein Erdogan-Anhänger und wird dort seine Identität finden. Also seine Lösung ist keine, die von euch hier so lieb und freundlich gesucht wird, sondern seine Lösung ist eine identitäre. Jetzt hat es doch zwei Bemerkungen. Also ihr müsst dann einfach ein bisschen noch länger mitdenken und mit... Ja, wir haben nur noch eine Viertelstunde und ich möchte doch den Teilnehmenden auf dem Podium noch ein Schlusswort geben. Und aus Gründen, die ihr sicher versteht, nehmen wir jetzt noch zwei Frauen, oder? Das ist klar. Warum bin ich eine Frau? Warum bin ich eine Frau? Nein, danke. Bitte kurz ins Mikrofon retten. Wir verstehen es fast nicht da vorne. Sie müssen mich schon jetzt entschuldigen. Ich bin Sozialarbeiterin und studiere Geschlechterforschung. Das heißt, ich bin von der Essenz aus kritisch. Ich muss Ihnen sagen, ich mag diese Übung gar nicht, weil wir haben jetzt unsere weißen, privilegierten Fantasien aktiviert, aber wir wissen nicht, wer diese Menschen sind. Wir haben ihnen Probleme aufgeschwatzt, Identitäten, und ich interessiere mich für den Mensch und ich möchte, dass Menschen sprechen, weil ich habe hier einen Fabrikarbeiter, eine Muslimin mit Kopftuch, und vielleicht ist ihr Kopftuch gar nicht so wichtig, sondern dass sie im Moment Justin Bieber hört. Und das ist es, was sind das für Menschen und nicht, was sind es für unsere weiße, privilegierten Fantasien. Noch ein Punkt, hinten noch. Also ich möchte noch das Votum aufnehmen, weil mir ist es wichtig, dass auch noch mal eine Frau spricht, weil in solchen Plenum mir immer auffällt, dass vor allem männliche Voten kommen. Und ich finde, mir ist das zwar ein bisschen unangenehm, so zu sprechen, aber ich finde das auch wichtig. Wir haben diskutiert, ich bin eine weiblich-schwarze Schweizerin, arbeite als Lehrerin, bin verheiratet, und das erste Votum, das dann kam, ist, dass es eigentlich wichtig ist oder dass man annehmen muss, dass ich hier aufgewachsen bin, dass ich überhaupt studieren konnte. Und ich denke, das ist auf einer Systemebene sehr wichtig, auch zu sehen, dass unser Schulsystem immer noch stark reproduziert, dass die Schichten reproduziert werden. Und ich denke doch, dass es wichtig ist, solche Punkte auch anzusprechen und zu diskutieren. Eine ganze Menge sehr spannende. Es gäbe für jedes Votum einen Abend. Jetzt haben wir noch vier Rückmeldungen, vielleicht Antworten, aber vielleicht auch einfach Anregungen, wie wir weiterdenken können. Und bitte nehmt einfach, was ihr denkt, wo ihr am besten aus eurer eigenen Position, Identität und mit eurem Fachwissen drauf reagieren möchtet. Wer will zuerst? Ist gut. Dann fange ich an. Ich möchte gerade darauf, auf die, das vorletzte Votum reagieren, das ich sehr wichtig finde und das ich eigentlich auch teile, insofern als ich glaube, das Beispiel oder die Erfahrung, die wir jetzt vielleicht gemacht haben mit diesen Fantasien, wie Sie das genannt haben, das Fantasieren über die Identität von Menschen, ich glaube, das ist tatsächlich ist eine extrem gewaltförmige Haltung. Und ich finde, das könnte sicher vielleicht ist es ein triviales Fazit, aber ein wichtiges Fazit, dass der Einbezug eine linke Identitätspolitik eigentlich nie eine sein kann, die Menschen zuschreibt, wer sie sind, was ihre Bedürfnisse sind, wo sie,
wo sie sich selber verorten. Also das heißt, ich verstehe dieses Votum so, dass es, wenn man linke Identitätspolitik ernst nimmt, wirklich darum geht, die Leute eine Öffentlichkeit zu schaffen, wo Menschen, die vielleicht nicht sichtbar sind, die man nicht versteht oder die nicht gehört werden, dass die Möglichkeiten haben, Ressourcen, Schutz oder Öffentlichkeit, je nachdem, was sie wollen, um ihre eigene Position zu entwickeln. Also ich finde, das ist alles andere ist eigentlich ist quasi eine Fortschreibung der Gewalt. Und von daher, also das ist natürlich nicht die Idee der Anlage, das ist ja klar, sondern ich glaube, das Beispiel zeigt, dass man, das haben ja auch andere gesagt, man kommt eben sofort in die Teufelsküche und man fängt tatsächlich dann an, Leute zu kategorisieren, man kann es ja auch so sagen, zu klassifizieren, zu kategorisieren. Und ich glaube, dieser Teil der Identitätspolitik, das ist ja genau das Problem. Also eine Gesellschaft, die immer klassifiziert und kategorisiert. Aber ich glaube, der Ausweg ist auch, und darum fand ich die Anlage auch trotzdem interessant, die Antwort kann nicht sein, zu sagen, okay, wir schauen die Differenzen, wir gehen nicht auf Differenzen ein. Wir sagen, wir sind alle gleich. Oder wir sagen, wir Privilegierte bestimmen, wann wir über Differenzen reden und wann wir jetzt über das Wichtige reden. Und ich glaube, das kann es nicht geben und darum muss man eigentlich die Differenzen produzieren und auch die Widerstände produzieren. Es gibt keinen Weg daran vorbei. Ja, vielen Dank. Jetzt Vanya. Ja, ich würde gerne auf die konkrete Frage eingehen bezüglich der italienischen Putzfrau und ob sie sich gewerkschaftlich organisieren kann und was die Gewerkschaft ihr bringt. Also wenn sie sich gewerkschaftlich organisiert, bei der Unia wäre sie Teil, also mit fast 3000 anderen Mitgliedern, die als Reinigungsfachpersonen tätig sind, wäre sie organisiert. Das gewerkschaftliche Engagement bringt ihr einen Gesamtarbeitsvertrag. Es gibt einen Gesamtarbeitsvertrag für Reinigungsfachpersonen, wenn sie in Reinigungsbetriebe arbeiten. Meistens ist es ja so, dass sie vielleicht am Abend in einem Büro putzt und dann am Tag noch irgendwie bei einer Familie. Und der GAV Reinigung bringt ihr jetzt neu im 2022 einen Mindestlohn für Ungelernte von 4.000 Franken mal 13. Das ist erst gerade abgeschlossen worden, diese GAV-Erneuerung, und das ist ein wichtiger Fortschritt. Wenn sie als Haushaltsangestellte noch tätig ist, dann hat sie dank dem gewerkschaftlichen Engagement einen NAV, auch da mit Mindestlöhne und der weiterentwickelt werden muss. Sie ist also in einer dieser Fachgruppen tätig, kann sie tätig sein, sich gewerkschaftlich engagieren, aber sie kann auch in der IG Frauen sich engagieren zu Themen der Vereinbarkeit. Sie kann in der IG Migration sich engagieren, wo es um Themen rund um, sie hat vielleicht als Saisonierarbeiterin, weiß sie, was es heißt, wenn man keine Bewilligung hat, und sie kann sich für die Regularisierung der Sans-Papier engagieren. Also, und effektiv gibt es da Frauen auch, die aus diesen Berufen kommen, die sich engagieren. Und sie kann natürlich aber auch Sprachkurse besuchen, die über den GAV bezahlt werden. Wir haben einen Lehrgang berufliche Weiterbildung. Also es gibt wirklich, das Engagement lohnt sich, und ich denke, es ist, sie kommt so sehr viel weiter. Und die Reaktion zur Polin, die Betreuerin, die Pendelmigrantin, hast du gesagt, sie kann gar nicht mehr verdienen, weil sich die einen das nicht leisten könnten, beziehungsweise etwas abgeben müssten, dass man
man kann gar nicht mehr zahlen. Ich war dann erleichtert, als du gesagt hast, man muss die Mächtigen entmächtigen, weil ich denke, genau da ist der Punkt. Es ist nämlich 700 Franken für eine Betreuungsarbeit rund um die Uhr. Das ist wirklich nichts. Und Betreuungsarbeit, Care-Arbeit hat einen Wert, einen wichtigen Wert. Heute wird er vor allem von Frauen entweder als freiwillig oder eben von Care-Migrantinnen getätigt. Diese Care-Arbeit hat einen Wert. Entweder zahlen es die Familien, die von dieser Betreuung in Genuss kommen, oder sonst dann muss es über den Service Public laufen und dann müssen wir alle daran zahlen, weil es ist uns etwas wert. Und bei dieser Gelegenheit, ich schließe gleich ab, möchte ich noch sagen, die UNIA ist nicht die Gewerkschaft des Service Publics, einfach damit das nicht, aber ich denke, der Service Public ist, geht uns alle etwas an. Und White ist keine Gewerkschaft, aber White Switzerland beschäftigt sich natürlich seit vielen Jahren mit dieser Frage der Care-Ökonomie, und es liegen noch vielleicht noch einzelne Broschüren, aber wir haben wirklich aus verschiedenen Blickwinkeln genau diese Frage immer wieder neu zu stellen versucht, um zu neuen Erkenntnissen zu kommen. Eine extrem spannende, in Gewerkschaftskreisen nicht ganz einfach zu führende Debatte. Das wäre sicher, Beat, unser nächstes Podium. Jetzt noch kurz, die beiden Männer haben jetzt fast keine Zeit mehr, es tut mir also extrem leid. Aber ihr redet ja sonst auch. Bitte noch kurz. Ja, ich möchte auch nochmal auf dieses Experiment zu sprechen kommen. Ich denke, es hat durchaus seine Ambivalenzen, aber es ist wirklich auch spannend, wie darauf reagiert wird. Ich würde sagen, wenn jetzt die Zuhörerin oder sagt, ja, wir haben wieder unsere weißen privilegierten Positionen, da sage ich ja, nein, welches wir? In diesem Wir habe ich wieder keinen Platz. Also ich würde sagen, dieses Sprechen von wir privilegierte Weiße, diese Floskel, ist in dem Sinn also sehr problematisch, auch weil hier gibt es so viele verschiedene, also im ersten Sinne gibt es sehr unterschiedliche Positionierungen. Spannend wäre es, das nochmal zu machen, indem man sich auch positioniert. Das mal das eine. Das andere ist, natürlich wäre es spannender, wenn man sich positionieren muss und es macht und die Gruppe, die hier ist, vielfältiger oder unterschiedlicher wäre. Da sind wir bei einem ganz wichtigen Punkt. Okay, wer zum Beispiel, wen erreicht zum Beispiel Denknetz? Wer liest den Tagesanzeiger? Was ist der öffentliche Raum? Wo sind die anderen Öffentlichkeiten? Also die Arbeit, in der ich involviert bin, eben zum Beispiel in meinem rassismuskritischen Humorfestival oder so, geht es darum, genau andere Öffentlichkeiten auch zu schaffen. Und dort und eigentlich auch hier ist das Fantasieren wiederum sehr interessant. Ich würde da sagen, so wie du es formuliert hast, würde ich zustimmen. In diesem ganz hegemonialen Sinne ist das Fantasieren natürlich und das Nicht-Begegnen und sich austauschen und exponieren natürlich extrem problematisch. Aber ansonsten ist natürlich die soziale Fantasie, gerade um sich aus einem Herrschaftsverhältnis herauszubewegen, sehr wichtig. Also in dem Sinn, das Fabulieren als Prozess finde ich sehr wichtig. Aber eben, wenn wir sagen, der öffentliche Raum ist schon segregiert, dann ist das Problem. Und mein Anliegen, also wäre da wirklich nochmal zu sagen, das Problem, also diese Art von Identitätspolitik oder von Kritik, die sich vor allem dann über Kritik an Stereotypisierungen definiert, ist in dem Sinn problematisch, oder die das Ganze als moralisches Projekt ansieht. Und damit meine ich, ich möchte ein besserer Mensch werden, oder? Deswegen möchte ich es anders machen. Das ist ein sehr wichtiges Momentum, aber das zurückzukoppeln an die Strukturen, das ist wichtig. Oder warum sind gewisse Leute in einem öffentlichen Raum und warum nicht? Und das heißt, man muss auf beiden Ebenen gleichzeitig spielen, weil sonst wird man auch ausgespielt. Oder wenn man natürlich sagt, okay, es gibt rassistischen Humor, und dann, so wie ich das zum Beispiel, oder ganz viele Leute dann irgendwie machen, oder eben auch Eddie das macht als Comedian of Color, dann heißt es dann ganz schnell, hey, aber das sind doch nicht die wirklichen Probleme. Die institutionelle Diskriminierung, das sind die wichtigen Probleme. Das zusammenzudenken, das ist wichtig. Und sich zurückzuziehen auf die Frage, eben das als moralische Frage, insbesondere aus einer Position von, was im angelsächsischen Raum heißt, White Guilt,
eben die Auseinandersetzung mit Privilegien, ja, aber nicht kasteien, sondern fragen, wie kann ich das aktiv erstens analysieren und zweitens in Allianzen eintreten, wo ich etwas mache. Das ist spannend, weil sonst geht es wieder nur um die weißen, privilegierten, männlichen Leute. Ja, wer soziale Fantasien haben kann, der braucht auch Zeit dafür. Auch das, könnte man sagen, ist auch wieder ein Privileg. Jetzt noch Cedric, bitte du noch ein paar Kommentare. Ich möchte gerade hier anfangen, bei der Aussage, wir müssen weniger haben, dass die anderen mehr haben. Da müssen wir extrem aufpassen. Das ist eine Logik, die eben nicht über den Horizont des Kapitalistischen gedacht wird. Geld ist nicht eine Größe, die fix existiert. Das ist die Übersetzung einer sozialen Organisation von Macht und Herrschaft, insbesondere im ökonomischen Bereich. Sie können die Server von ein paar Banken sprechen und diese sprengen und die Differenz ist weg. Und die Idee dieser Selbstkasteiung, das finde ich das Gefährliche, oder das war auch vorher der Differenz zu sagen, wir müssen weniger haben, damit es anderen besser geht, widerspricht der historischen Erfahrung. Die historische Erfahrung ist die, es geht allen dann besser, wenn es eben strukturell als System allen besser geht. Es geht darum, eine imperiale Lebensweise zu überwinden, die eben von dieser imperialen Ausbeutung der Arbeit, von der Arbeit produziert. Das andere landen wir dann sehr schnell bei den Neoliberalen, die genau das genau so argumentieren oder daraus auch ein moralisches Argument machen, eine Ungleichheit im Markt. Das war immer schon so, diejenigen, die den Kapitalismus am meisten verteidigt haben, haben die am wenigsten verstanden, weil das ist weit weg von der Frage, wie Wert überhaupt entsteht. Aber auf dieses Glatteis, da müssen wir aufpassen, dass wir uns da nicht reinlassen. Die Kopftuchdebatte war hier, die finde ich ganz wichtig, diese Zuschreibung, die islamophobe Zuschreibung, nur ein Satz dazu, was ich wichtig finde, ist, die Linke das auch reflektiert. Es gibt sehr berechtigte Religionskritik und das dürfen wir nicht verstecken. Aber die Gefahr dahinter ist immer, sich moralisch zu befreien von Dingen, die man dann in die anderen hineinschreibt. Das finde ich das Grossartige an dieser Debatte. Plötzlich werden Antisemitismus, Frauenfeindlichkeit, Feindlichkeit gegen Homosexuelle importiert aus dem muslimischen Raum, als hätte es das in der 200-jährigen Geschichte der Schweiz nie gegeben. Plötzlich sind die schuld. Und das ist das Gefährliche an dieser Debatte. Mir geht es sehr auch wie der Person, die als Frau angesprochen wurde. Sie hat sich ja dann nicht positioniert. Ich finde, wir laufen immer Gefahr, als Linke auch einen paternalistischen Übergriff zu machen. Nehmen Sie die Integrationsdebatte. Die Linke ist munter dabei, Integration zu fordern. Integration setzt immer voraus, dass es eine richtige Normalgesellschaft, eine Mehrheitsposition gibt, eine gemeinsame Wir-Kultur, an die wir die Barbaren nacherziehen müssen, damit sie auch so zivilisiert sind wie ich und wie wir, um das ein bisschen abzukürzen. Das ist extrem gefährlich. Darum finde ich das Klassenmoment nicht zu vergessen. In dieser Trias ganz, ganz wichtig, dass wir die Leute auch in ihrer sozialen Position ansprechen und eben nicht nur in ihrer kulturell konstruierten Position beispielsweise, in ihrer religiösen Zuschreibung, in ihrer nationalen Identität. Ja, vielen Dank. Ich kann es nicht sein lassen. Meine Bemerkung zum Kopftuch. Warum kommt auch hier wieder das Kopftuch? Offensichtlich ist das einfach ein Symbol, wenn man über Identitäten spricht, kommt notgedrungen. Das war nicht immer so, ist heute virulent, wird vielleicht einmal nicht mehr so sein, wenn ich in der Türkei bin mit meinen Schwägerinnen, kein Thema. Wann bedient sich welcher Diskurs, welche Schicht, welche Klasse dieses Symbols des Kopftuchs? Wir reden weniger über die Personen, die Kopftuch tragen, ja oder nein, oder eigen oder nicht eigenen entscheidungsbasiert, sondern wir müssen hinschauen, wer redet über Kopftuch, wozu, um welche Ausschluss, welche Integrationsprozesse zu legitimieren oder auch zu erklären. Das sind die spannenden Fragen, wenn es um Kopftuch geht. Würde ich dich dann, Jonas, fragen, danke noch für die Sammlung dieser Identitäten. Warum das Kopftuch? Beat, du hast das Schlusswort. Ja, im Interesse der Zeit mache ich es ganz kurz. Ich halte jetzt dann gleich den Mund, wünsche einen schönen Abend, sage einfach, dass die Diskussionen weitergehen, ganz sicher unter anderem im Strang Reclaim Democracy. Wir werden einen weiteren Kongress machen und diese Fragen, wer verändert mit wem die Welt, in welchen Auseinandersetzungen stehen wir hier, die werden dann sicher eine Rolle spielen.
Und ich wünsche euch einen gutes Nachhausekommen und hoffe, dass ihr von der Hitze draußen nicht erschlagen werdet. Schönen Abend.